Der Generalmajor AD Schulze-Ronow hat die Ampel komplett zerlegt. Er sagt, dass Scholz, Habeck und Lindner, also unsere komplette Bundesregierung, Wehrdienstverweigerer waren und trotzdem die allergrößten Kriegstreiber sind. Außerdem sagt er, dass die Ukraine keine Demokratie ist. Also Generalmajor AD spricht hier richtig Klartext über die Ampel und die Ukraine. Los geht's. Der Ukraine-Russland-Krieg ist komplett aus allen Fugen geraten und auch die massiven Waffenlieferungen des Westens können es kaum besser machen. Im Gegenteil, die Bundesregierung und die Medien provozieren immer mehr einen noch größeren Krieg und der Bundestagsabgeordnete Roderich Kriesewetter spricht sogar davon, Russland anzugreifen. Er sagt, er will den Krieg nach Russland tragen. Und genau deswegen hat jetzt der Generalmajor AD Gerd Schulze-Ronow ein Machtwort gesprochen und die komplette Bundesregierung zerlegt. Und Gerd Schulze-Ronow, der ist ja nicht irgendwer, sondern er war Generalmajor bei der Bundeswehr und damit einer der ranghöchsten Offiziere generell. Und der Mann hat damit also richtig Ahnung und sieht deswegen die Politik der Ampel im Ukrainerkrieg mit extrem großer Sorge. Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft schrieb, Ukraine, Gerd Schulze-Ronow meldet sich erneut zu Wort. Gerd Schulze-Ronow ist seit Beginn des Ukraine-Konfliktes mehrfach mit wichtigen Kommentaren zu Wort gemeldet. Jetzt hat der Generalmajor AD der Bundeswehr und Autor mehrerer Bücher zu Ursachen des Zweiten Weltkrieges in tiefer Sorge um die Zukunft Europas und unseres Vaterlandes einen Entwurf für einen Vertrag zur Beendigung beider Kriege einschließlich eines ausführlichen Begründung vorgelegt und ihn der deutschen Politik und Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben. Der Entwurf wird von zwei Briefen begleitet, die am 24.12. und am 2.2. verfasst wurden. Aufgrund der außerordentlichen Wichtigkeit der Ausarbeitung General Schulze-Ronows, die weitere Verbreitung und die Beachtung vorliegen, geben wir ihn hiermit im PDF-Format zur Kenntnis und bitten Sie gleichzeitig um Weitergabe. Okay, und das will ich hiermit machen. Gerd Schulze-Ronow macht also Vorschläge für die sofortige Beendigung des Ukraine-Krieges und das sollten sich unsere Politiker unbedingt zu Gemüte führen, weil jede Form von Frieden muss sich angeschaut und diskutiert werden. Und ich kann euch eins sagen, bereits das Vorwort von Gerd Schulze-Ronow hat es wirklich gewaltig in sich und er rechnet mit der kompletten Bundesregierung ab. Er schreibt, meine Damen und Herren, ich habe nicht 37 Jahre als Soldat gedient, um Deutschland den Frieden zu bewahren und um jetzt kommentar- und tatenlos zuzusehen, wie Deutschland langsam, aber wahrscheinlich auf eine aktive Teilnahme an einem fremden und sinnlosen Krieg zugesteuert wird. Unsere heiligen drei Könige, Bundeskanzler Scholz, Minister Lindner und Minister Habeck, haben in ihren jungen Jahren zunächst alle den Wehrdienst für Deutschlands Recht zur Freiheit und die Bewahrung unserer Demokratie verweigert. Sie geben nun weit mehr als 10 Milliarden Euro Steuergeld pro Jahr für das Recht und die Freiheit und die Demokratie und die westlichen Werte in einem fremden Staat aus, der weder eine Demokratie ist, noch unsere westlichen Werte vertritt. Sie verlängern mit unseren Steuergeldern und dem Blut fremder Wehrpflichtiger einen inzwischen sinnlos gewordenen Krieg. Wow! Also das sind wirklich richtig deutliche Worte und sie sprechen mittlerweile dem Großteil der deutschen Bevölkerung vollkommen aus dem Herzen. Zuerst stellt Gerd Schulze-Ronow mal fest, dass unsere Ampelregierung völlig inkompetent in Sachen Krieg sind, da sie selber ja alle Kriegsdienstverweigerer und Wehrdienstverweigerer sind. Er nennt unsere Ampel die heiligen drei Könige und spricht ihnen komplett das Wissen und die Kompetenz in Sachen Krieg, Verteidigung und Militär an. Und wenn du mal bei Wikipedia schaust, dann siehst du dort ja die Bedeutung. Kriegsdienstverweigerung ist die Entscheidung einer Person, nicht an Kriegshandlungen teilzunehmen. In Staaten mit einer gesetzlichen Wehrpflicht wird sie auch als Wehrdienstverweigerung ausgeübt, weil der Wehrdienst zum Kriegsdienst ausbildet. Also Scholz, Lindner und Habeck haben den Wehrdienst verweigert, also sich geweigert, im Kriegsdienst ausgebildet zu werden. Sie haben sich bewusst geweigert, in Sachen Krieg, Verteidigung, Militär und so weiter Kompetenz zu erlangen,
Es war damals ihre eigene und bewusste Entscheidung. Und jetzt gehören sie als oberste Parteiführer, Minister und Kanzler selber zu den größten Kriegstreibern des Landes. Und das ist wirklich eine Heuchelei, nicht zu überbieten. Ja? Selber den Kriegsdienst verweigern, ja, um nicht in den Krieg zu müssen, aber dann mit Waffenlieferung alles dafür tun, dass viele andere unschuldige Menschen sterben. Und ich meine, Generalmajor AD sagt denn selber den wichtigen Satz: Der Kanzler und die Minister verlängern mit unseren Steuergeldern und dem Blut fremder Wehrpflichtiger einen inzwischen sinnlos gewordenen Krieg. Und so sieht's aus. Und Kanzler Scholz sagte letzte Woche in Amerika genau die gleichen Worte: Ohne das Geld aus der USA und der EU kann die Ukraine nicht verteidigt werden und der Krieg wäre sofort zu Ende. Das heißt, unser Geld und unsere Waffen verlängern den Krieg und führen damit zu mehr Toten auf beiden Seiten. Und wenn Generalmajor AD hier von einem sinnlosen Krieg spricht, dann meint er damit auch, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann. Und der Generalmajor AD, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Er schreibt: Die Ukraine ist mitnichten eine Demokratie und ihre Werte sind nicht die unseren. In der Ukraine sind 11 Oppositionsparteien verboten. Zelensky hat die terminlich für März 24 anstehenden Präsidentschaftswahlen untersagt. In der Ukraine sind alle Medien gleichgeschaltet. Aus der Ukraine heraus sind keine ukraine-kritischen Berichte deutscher Journalisten zugelassen. Und in der Ukraine sind politische Morde an der Tagesordnung. Wow, also Schulze-Hohenhoff stellt die ganzen Aussagen unserer Ampelregierung als komplette Lüge dar. Wir verteidigen in der Ukraine nicht unsere Demokratie, die Ukraine kann nicht gewinnen und unsere Ampel hat von Krieg und Militär null Ahnung. Tja, und ich würde behaupten, bei all diesen Dingen hat er komplett recht. Und aktuell sieht Schulze-Hohenhoff 9 Möglichkeiten für einen möglichen Ausgang des Ukraine-Russland-Krieges, aber alle haben jeweils ein schlechtes Ergebnis und deswegen muss jetzt ganz dringend eine Friedensinitiative her. Und deswegen hat er jetzt selber ein komplettes Vertragswerk für eine Friedensinitiative und für Friedensbedingungen geschrieben, inklusive dem dafür nötigen Hintergrundwissen. Und das ganze PDF-Dokument mit dieser Friedensinitiative und den Friedensbedingungen, das verlinke ich euch mal in meiner Telegram-Gruppe, dann könnt ihr das wirklich selber komplett nachlesen. Und der Link zu meiner Telegram-Gruppe, den findet ihr unter meinem Video in der Beschreibung und in dem ersten Kommentar. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass der Generalmajor AD mit seiner Friedensinitiative Erfolg hat und wir endlich ein schnelles Ende des Krieges sehen werden. Und ich hoffe auch, dass unsere inkompetente Bundesregierung endlich zurücktritt und dann mal Politiker an die Macht kommen, welche wirklich Ahnung von ihrem Job haben und im Interesse unseres deutschen Landes handeln.